willkommen zu diesem neuen Video und heute zeige ich euch ein paar Dress to Impress Pranks, die ihr zum Beispiel im Freeplay oder natürlich auch in einem normalen Server machen könnt, falls ihr Leuten ein bisschen auf die Nerven gehen wollt. Und dafür habe ich natürlich hier schon mal mein Scary Julie Kostüm angezogen. Aber damit fangen wir nicht an, denn da gibt es einen sehr, sehr witzigen Prank. Den ersten, den wir machen, ist einer meiner Favorites. Den habe ich letztens auf TikTok gesehen und ich kann nicht mehr aufhören, daran zu denken. Ich bin nur gespannt, ob es irgendwem auffällt. Okay, dafür ziehe ich mir erstmal so ein creepy Lana-Outfit an und dann gehe ich nach draußen. Gehe dann hier nach oben. Hier kann man nämlich auf die Berge latschen. Und dann müsst ihr so ein bisschen versuchen, hier aufs Dach zu kommen. Hier müsst ihr dann aufpassen, dass ihr nur hier über diese Dinger läuft und nicht über diese Vierecke, weil da fallt ihr durch. Und dann macht ihr Folgendes. Hier gibt es ja diese ganzen Fenster. Und da sucht ihr euch eins aus, was euch gut gefällt. Ich finde das hier immer ganz gut, weil es halt so in der Mitte ist. Und dann legt ihr euch hier hin und schaut mal, ob irgendjemand was schreibt. Also ich muss sagen, es sieht sehr, sehr witzig aus. Ich hoffe, es sieht ähnlich lustig aus, wenn man von unten hochguckt. Kann denn jetzt mal jemand was schreiben? Hallo, bemerkt mich doch bitte. Wo ist das ab der? Endlich, jemand hat's bemerkt. Jemand hat's bemerkt. Wo ist das ab der? Yay, also der erste Prank hat auf jeden Fall schon mal funktioniert, aber es kann gut sein, dass ihr ein bisschen darum liegen müsst. Ich müsste jetzt auch ein bisschen warten. Okay, für die nächste Idee bin ich mal in einen normalen Server gegangen und ich hoffe jetzt einfach so sehr, dass das direkt klappt, Leute. Das Problem ist, hier kann man sich natürlich keine Outfits einfach holen, sage ich mal. Also im Freeplay-Server kann man die sich ja zum Beispiel vorher speichern und dann benutzen. Das geht hier jetzt nicht. Da muss man sich erstmal kurz ein bisschen gruselig machen. Also Leute, der, den ich eigentlich machen wollte, das muss man den Dress to Impress-Entwicklern echt zugute halten. Die passen ihre Spiele ziemlich schnell an. Ich habe den Trick gestern gesehen und heute funktioniert er schon nicht mehr. Aber man kann natürlich Leute extrem nerven, wenn sie hier beim Make-up sitzen oder wenn sie bei den Haaren sitzen. Das ist, glaube ich, so ziemlich das absolut Nervigste, was es gibt. So. Das ist so ziemlich, das ist so anstrengend. Oh nein, ich hasse mich selber schon ein bisschen dafür. Stop! Und jetzt die Zeit um. Oh no, das war ziemlich gemein. Okay Leute, als nächstes, wie versprochen, zeige ich euch den kleinen Prank im Halloween-Event. Dafür müssen wir uns erstmal wegteleportieren. Dafür bewege ich mich jetzt natürlich hier erstmal ein bisschen weiter weg. Ich bin ja ziemlich, ziemlich scary so als Julie unterwegs. Und man hört sie auch schon überall. Und man kann hier richtig, richtig gut Leute erschrecken, wenn man so als gruselige Julie durch die Gegend läuft. Und gefühlt, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber gefühlt erwischt du... Oh, genau in dem Moment erwischt sie mich. Erwischt Julie einen dann nicht. Sie ist viel hier unten. So, ich gehe jetzt mal hier ganz unten in den... Oh, wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie, die Maus. Wie kam sie denn jetzt hierher? Was soll denn das? Julie, ich bin auch auf deiner Seite, okay? Ich gehe jetzt mal ganz hier unten in den Storage Room und warte da mal, ob hier irgendjemand reinkommt. Hallöchen! Oh! Ja, danke, Julie. Das hat sie direkt erledigt. Also, das wurde mir dann hoffentlich geglaubt, weil ja auch die echte Julie da noch dazu kam und mir geholfen hat bei meinem kleinen Prank. Jetzt gehe ich gleich mal andere noch nerven und verfolgen. Wenn ich jetzt den Voice-Chat noch anhätte und die ganze Zeit so dieses Kreischgeräusch noch machen könnte, dann wäre es absolut perfekt. Oder ist sie schon wieder die Maus? Sind die denn alle schon weg? Also ich glaube, Julie und ich haben unseren Auftrag echt gut erledigt und haben Leute echt gut weggeschreckt. Also das Einzige, was hier immer ein bisschen blöd ist, dass man seinen Nametag hier nicht verstecken kann. Und ja, das bedeutet halt, dass wenn die Leute halt schon relativ nah rankommen, die das schon checken, dass man nicht unbedingt Julie ist. Aber so, um irgendwo creepy im Gang zu stehen, ist es ziemlich cool. Julie, wir sind doch Freunde, oder nicht? Please don't attack me, please don't attack me. Oh je, sie hat mich attackt. Okay, für den nächsten kleinen Prank begeben wir uns mal wieder nach draußen auf dem Freeplay-Server. Ich finde, da geht das halt immer am besten, weil man halt Zeit hat, um das zu machen.
Und jetzt ist es halt wichtig, dass ihr so ein bisschen die Wege abcheckt. Man kann hier so in so ein Gebüsch laufen, wenn man quasi hinter... Also hier ist diese Wand, diese Fotowand. Und wenn man da dahinter langläuft, dann kann man hier in so ein Gebüsch gehen. Und je nachdem, was ihr für ein Outfit habt, macht ihr hier dann eine Creepy-Pose. Und ich persönlich finde, dass diese Doll-Pose eigentlich die gruseligste ist, egal welches Outfit man anhat. Und dann sitzt man halt hier und wartet, bis irgendwer vorbeikommt. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, also chillen wir hier mal ein bisschen ab. Ich glaube, es kommt jemand. Jetzt muss ich natürlich nur creepy bleiben. Hallo. Und jetzt schreibe ich noch irgendwas Gruseliges. Obwohl, wenn ich was schreibe, ich glaube, dann ist es, dann falle ich auf, weil dann sieht man ja meinen Namen. Deshalb muss ich warten. Ist das ein neues Secret? Ja, das ist hier ein neues Secret. Ganz geheim. Super, super geheim und gefährlich. Lana im Busch. Neuer Tag, neuer Prank. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus jetzt mittlerweile. Aber es gab eine Sache, die die Aufnahme unterbrochen hat. Eine andere Aufnahme. Und deshalb musste ich das kurz unterbrechen. Und jetzt bin ich wieder da und kann euch weitere witzige Pranks zeigen. Okay, für die nächste Sache schauen wir uns hier mal so diese Mannequins an, die hier stehen. Dann ist wichtig, dass wir hier den Nametag wegmachen, denn ich verkleide mich jetzt als ein Mannequin. Dafür nehme ich irgendein Item, was es so nicht einfach gibt, dass es rumsteht. Zum Beispiel das. Und dann stelle ich mich hier irgendwo hin, wo Platz ist. Ich stelle mich hier jetzt einfach mal dazwischen und dann hoffen wir mal, dass jemand vorbeikommt und versucht, das anzuziehen. Pose 3 ist die, bei der man sich am wenigsten bewegt. Deshalb würde ich sagen, Pose 3 ist hierfür ziemlich sicher am besten geeignet. Hier ist irgendwie keiner mehr. Wo sind die alle? Oh nein, jetzt kommt da jemand. Ach, die sind alle irgendwo hier. Okay, nützt alles nichts. Ich glaube, hier ist auch ein guter Spot für ein Mannequin. Oh Gott, ich glaube, es klappt. Ich glaube, das hat gerade geklappt. Jemand kam mir gerade sehr nah ran. Ein sehr guter Prank, wenn ihr mich fragt. Und vor allem keiner, der irgendwem großartig schadet oder so. Aber es ist schon ziemlich witzig. Also nochmal, ihr zieht euch einfach irgendein Kleidungsstück an. Guckt, dass ihr euer Mannequin quasi so ein bisschen anpasst auf die restlichen bei Dress to Impress. Und dann Pose 3. Pose 3, da steht ihr wirklich stundenlang still. Ja, gerade nochmal geklappt. Okay, der nächste Prank, den ich machen will, ist der Ich-bin-kein-VIP-Prank. Aber dafür werde ich den Server wechseln. Wichtig ist Folgendes, ihr müsst euer Nametag wieder ausblenden. So, jetzt bin ich hier auf einem richtigen Server und das Thema hier ist Movistar. So, was jetzt natürlich wichtig ist, ich latsche jetzt hier so ein bisschen rum, ne, mach mich hier so ein bisschen Rira ready. Ach nein, jetzt leckt das hier. Ich kann nicht mehr. Warum leckt das jetzt? Das leckt einfach. Ich kann nicht mehr. Dress to Impress ist heute wirklich aber nicht besonders generous. Och, Mann. Also, das ist auch relativ egal, dass es jetzt hier leckt. Das ist nicht so super schlimm. Ihr könnt euch so ein bisschen schon mal anziehen und dann zieht ihr euch wirklich einfach so ein bisschen, ihr macht euch einfach so ein bisschen ready. Als würdet ihr normal Dress to Impress spielen. Und dann sieht man hier natürlich auch nicht, dass ich kein VIP bin. Jetzt will ich hier natürlich rein. Aber ich komme natürlich nicht rein. Ärgerlich. Ich will doch einfach nur zu VIP. Ich will doch nur hier reinkommen. Ich will doch nur hier rein. Dann könnt ihr sowas Freundliches in den Chat schreiben wie Please gift me VIP oder sowas. Und dann macht ihr irgendeinen Move, mit dem ihr ein VIP einbrecht. So, warte. Am besten... Oh, da ist schon jemand. Oh my God, I did it. Yay, ich bin endlich beim VIP eingebrochen. Und dann müsst ihr natürlich aber auch so acten, als wäre es wirklich so. Also, ihr könnt dann natürlich die Sachen eigentlich nicht benutzen, weil wenn ihr kein VIP habt, dann dürft ihr die Sachen auch nicht nehmen. Und raus kommt ihr natürlich auch nicht mehr. Wundervoll. Also Leute, das waren meine Dress to Impress Pranks, die ihr unbedingt mal ausprobieren müsst, meiner Meinung nach. Und ihr könnt mir dann immer in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal probiert habt oder nicht. Oh, hier trägt gerade jemand mein Outfit. Komm, du bekommst jetzt eine Runde VIP. Für mein Rumgepranke gibt es jetzt eine Runde VIP für dich. Ich muss sie nur einmal suchen. So, sie hat jetzt VIP. Herzlichen Glückwunsch, Jessie, viel Spaß im VIP-Bereich. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Falls ihr mich mal seht bei Dress to Impress, dann sagt doch gerne Hallo. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao.